beste Start in Feierabend mit der Zürichsee Abendshow. Bei mir jetzt im Studio ist der Marco Rima. Hallo! Guten Abend! Du führst am 17. Mai bei der G-Motion im Hallenstadion durch den Abend. Bei der G-Motion treten die besten Turnvereine der Schweiz auf und turnen zu Orchestermusik. Marco, du warst ja früher Lehrer. Hast du auch Sport gegeben? Ja, natürlich. Ich bin als Primarlehrer ausgebildet. Primarlehrer natürlich auch. Nicht nur vor der Klasse gestanden, sondern wir sind auch in der Turnhalle gewesen. Sport hat mich immer ein Leben lang begleitet. Ich habe es wahnsinnig gern gemacht. Und auch außerhalb der Schule viel Sport zu treiben. Das Problem ist einfach, aufs Älterwerden, kommen dann so die ersten Verletzungen. Oder man hat eben nicht gut einturnet oder nicht, sich vorgewärmt. Und dann futtern wir gleich weiter, auch in dieser Phase, wo man eben keinen Sport macht. Und dann legt man ein bisschen zu. Okay, du hast ja letztes Jahr eben gross abnehmen. Bist aber erfolgreich gewesen, hast du mir gerade vorher erzählt. Ja, das letzte Jahr noch nicht. Aber dieses Jahr habe ich bereits schon 8 Kilo verloren. Und zwar habe ich einfach mal angefangen, ein bisschen Kalorien zu zählen, weil ich habe gesagt, ich mache keine Diät mehr. Ich will das können essen, was ich gerne esse. Ich habe mir Vorgabe gegeben von 1800 Kalorien am Tag. Und das funktioniert super. Und ich werde immer wieder aufgefragt, was hast du gegessen und warum. Und nein, funktioniert. Wenn ich pro Monat ein Kilo verliere, wäre das super, weil das Ziel sind irgendwann wieder mal 85 Kilo, dass ich auf rank und schlank natürlich könnte neu mit auftreten. Turnen tust du dabei auch? Oder wieso ja, turnen? Ja, natürlich. Also auf den Abend mit den Turnern von der ganzen Schweiz freue ich mich enorm, weil ich habe im Moment mein Kreativjahr, das heisst, ich schreibe ein neues Programm. Und G-Motion ist für mich insofern eine Herausforderung, weil sind in dem Hallenstadion, wir machen zwei Vorstellungen an dem Abend, sind nicht nur Deutschschweizer drin, sondern auch Weltschweizer, also die einen dem grössten Graben, wobei ich mich immer frage, warum tut man nicht einmal Raclette rein oder Fondue, wäre auch gut, es hat sehr viele Kalorien. Aber ich freue mich riesig auf den Abend, weil ich wieder einmal darf einfach performen, vor die Leute anstehen, französisch performen, habe ich so noch nie gemacht und das wird ganz bestimmt auf der ganze tolle Geschichte. Also unabhängig von mir, ich habe Bilder gesehen von diesen verschiedenen Acts, es ist unglaublich. Und da kann ich alle Nicht-Turner nur dazu aufrufen, auch Familie, kommt zu schauen, ist grossartig. Es hat noch ein paar Billette, 10.500 haben sie verkauft, aber es wäre lässig, wenn wir 12.000 erreichen. Die verlosen wir nachher dann auch gerade noch. 1600 Billette verlosen? Nein, okay. Nicht gerade, aber ein paar von denen. Ein paar von denen. Aber in deiner Jugend, hast du da auch gerne turnen oder bist du lieber am Böllen angesickelt? Ich habe wahnsinnig gerne turnen. Ich habe aus dem Stand aus der Hindernisalto können. Das wollte ich meinem Sohn dann noch einmal zeigen, als ich bereits schon etwa 40 war. Also ich wollte es ihm zeigen. Und was ich früher auch, jede Reckstange, zack, auf den Felge aufgeschwungen, oben gesessen. Und irgendwann bin ich auch mal auf der Riege spazieren mit meinen Kindern und ich bin auch an den Stangen angekumpelt. Ich habe gedacht, hey, super, tack. Und dann bin ich dort gegangen. Und dann haben sie mich gefragt, Papi, was machst du dort? Und habe ich gesagt, ja, ein bisschen rumhängen. Es tut am Rücken gut. Dabei wollte ich Felgeaufzug machen. Und der Winston Churchill hat ja schon immer gesagt, no shorts. Also keine Hose. Nein, warte mal, etwas anderes. No sports, hat er gesagt, genau. Das wäre nicht meine Geschichte. Also auch nicht Stümper rauchen. Und wie gesagt, Sport finde ich lässig. Ich spiele viel Tennis, bin auf dem Golfplatz anzutreffen. Und was ich mega, mega, mega gerne mache, ist Biken. Das musst du ja auch noch durch den Abend singen. Mhm. Also machst du Musik, könntest du irgendwie eine Kostprobe geben? Alors, ça c'est pas facile, parce que j'ai pas un orchestre hinter meinem Rücken. Mais alors, j'essaie... Et maintenant, je vous dis au revoir et bonsoir. Bissoir, bissoir. Sig, sag, sug, et toi, bist du? Le renard geht um, lüge nicht um. Keine Ahnung. Richtig, mit dem Orchester macht das dann sicher Freude. Ich habe ja Musicals gemacht, aber aufs grosse Orchester freue ich mich sehr. Und mit denen werde ich ein, zwei Nummern dann performen. Okay, danke. Und nach der Tina Turner reden wir ein bisschen über deine Kreativpause und über den ESC. Merci. Bei mir immer noch live, der Marco Rima hier im Studio. Du bist ja momentan so in einer Kreativpause nach deinem Programm «Humor Sapiens», obwohl du am 17. Mai im Hallenstadion an der G-Motion bist. Mhm. Auf deiner Homepage steht «Und jetzt gehe ich baden, schwimmen, Skifahren, tauchen, wandern». Was machst du jetzt? Ganz viel Sport. Genau, ich mache alles. Also, zuerst waren wir mal 5 Wochen auf Reisen.
durch Costa Rica, Ecuador und den Galapagos. Das hat viel Spass gemacht, mit zwei Kleinkindern geht das auch irgendwie. Viel geflogen. Es war streng, aber schön trotzdem. Und ich geniesse auch sehr jetzt so das Familienleben. Ich freue mich aber auch jetzt mit meinen zwei Co-Autoren, Michael Gremlich und Andreas Gaff, das neue Programm zu schreiben. Wir haben uns mal 10 Tage in Berlin getroffen und dann gehen wir auf Adelboden rauf, in die Wohnung von meiner Ex-Frau. Und dort können wir dann auch wieder arbeiten. Und das ist mega. Ich bin dann auch noch so 2-3 Open Air, wo ich mit Humor Sapiens spiele, einfach just for fun. Übrigens im Bachtel oben am 13. August, ich glaube, ich darf das sagen. Sicher. Am Alpencomedy, da wird Stefanie Berger eine Stunde spielen und ich eine Stunde spielen. Da freue ich mich mega. Das war ein irrsinniges Erlebnis gewesen. Aber eben G-Motion, das ist jetzt im Moment das, was mich so richtig nicht nur erfüllt, sondern auch beschäftigt. Ich habe noch eine Woche Zeit. Einen enormen Aufwand, den die Leute geleistet haben, das ist wahnsinnig. Das ist der Eidgenössische Turnerverband, wo da Leute in Haufen Stunden sich wirklich weit zum Fenster rauslehnen und einen Haufen arbeiten und eigentlich, ja, nichts überkommen im Sinn von, dass sie jetzt damit das Geld verdienen. Es sind alles so semi-professionelle Leute, die einen anderen Beruf haben. Und das sollte man eigentlich estimieren. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Anlass. Du siehst, ich mache im Moment ganz viel. Und ich denke natürlich auch wirklich mit diesen Leuten mit, weil ich bewundere das sehr, was sie machen. Die machen wirklich auch, tragen etwas dazu bei, dass Kultur eben stattfindet und auf eine andere Art und Weise. Und das ist irrsinnig. Heute Abend ist ja auch ein grosser kultureller Anlass, der Eurovision Song Contest, also das Halbfinale. Dort tritt ja der Sebalter auf. Schaust du das heute Abend? Nein. Also ich sage mir immer, Musik ist Geschmackssache und Eurovision Song Contest ist so eine Geschichte, die ich früher einmal noch angeschaut habe, also zur Zeit von Sandra Studer, wo sie noch Sandra Simo geheissen hat, oder wo irgendwie noch so für mich so, ja, der Eurovision Song Contest eine andere Performance gehabt. Heute ist es so für mich ein bisschen Zirkus und man weiss nicht so recht, was da läuft. Ich war heute aber gerade auch in Basel gewesen, habe gespielt mit meiner Band. Nachher ist noch Tanja Dankner dazugekommen und sie ist oft die R&B-Lady, die es in der Schweiz gibt. Unglaubliche Stimme und da frage ich mich manchmal schon, wieso schickt man denn nicht so Leute, also nicht gegen den Sebalter, wie gesagt, ich kenne seine Musik nicht so, aber wieso schickt man nicht so begnadete Leute zu einem Eurovision Song? Oder ein Ritchie hat einen Anastasia abgetrocknet. Das müssen die Haufen gar nicht. Wir haben grossartige Performer, ich meine, das siehst du auch bei The Voice, super Leute. Und irgendwie, aber die wollen dann irgendwie alle nicht, oder ich weiss es auch nicht. Und ja, es ist halt ein bisschen Kasperli-Theatervorstellung. Also denkst du Zero Points? Ich weiss es nicht. Es ist sicherlich für die Schweiz nicht einfach, bei so einer Veranstaltung können zu reüssieren, weil die anderen Länder natürlich viel grösser sind und viel mehr Einfluss haben. Ich würde halt, wenn man das macht, ja, ich keine Ahnung. Es ist eben, es berührt mich auch nicht gross, aber ja, keine Ahnung. Danke, Marco, für deinen Besuch. Gesehen haben wir dich dann am 17. Mai im Hallenstadion an der G-Motion. Und wir verlosen jetzt noch Tickets für G-Motion unter 055 211 91 91. Danke vielmals. Und auch einen schönen Abend. Zürichsee Abendshow mit ISP Zürichsee. Überlassen Sie den Insektenschutz den Profis. ISP Zürichsee, sehen wir.